Hey Aquarium-Freunde und Leute, heute mal wieder ein Video. Ja, was hat in der Zwischenzeit im Becken gemacht oder getan? Nichts. Ich weiß nicht, welches Versorgungssystem ich fürs Becken machen soll. Python, Kalkreaktor, Balling, Molen Sangukai. Hä? Freunde, was hat sich großartig getan? Eigentlich überhaupt nichts. Ich meine, nur die Korallen sind ein bisschen gewachsen, wie man sehen kann. Ein bisschen Grünzeug. Der Seeigel lebt natürlich immer noch. Die Anemone ist natürlich um einiges größer geworden. Die Koralle ist auch, ich muss sie ein bisschen anders hinstellen. Die Koralle ist größer geworden. Die wurde größer. Also alles ist ein bisschen gewachsen. Aber sonst hat sich fast gar nichts getan. Mann, das Teil schlägt gegen die Kamera. Ich nehme es mal weg. Aber sonst hat sich eigentlich, wie gesagt, überhaupt nichts getan, weil ich mir unschlüssig bin, welches Versorgungssystem ich machen soll. Ihr wolltet da unbedingt den Unterschrank sehen. Und ja, wir können mal reingucken. Ich meine, es ist nichts Besonderes, der Unterschrank. Wie gesagt, immer noch der gleiche Bubble Magus Eiweißabschäumer. Hier im linken Eck habe ich mir eine kleine Verteilung aufgebaut mit Zeitschaltuhr für meine Lampe, für einen externen Lüfter. Da hinten habe ich einen kleinen Temperatursensor, der wo man im Ventilator durchschalten kann, nur der funktioniert nicht mehr so gut. Da muss ich mir bald was Neues überlegen. Da eine kleine Atemer-Zuchtstation. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal Atemers ansetze, die werden eh nie groß. Dann kann ich ja mal welche machen und das bisschen dokumentieren. Ja, wie gesagt, nichts Besonderes, die Verteilung. Das sind halt Steckdosen ohne FI, die hinten haben einen FI. Zum Beispiel der FI schaltet mir hauptsächlich den Bubble Magus und die Rückförderpumpe ein und aus. Weil die Beleuchtung läuft immer auf 12 Volt, da kann nichts passieren. Die Strömungspumpen sind 32 Volt, aber da habe ich keinen Schutzleiter, dass ein FI auslösen könnte. Genauso wie beim Heizstab. Und die Strömung soll auch im Fehlerfall von Rückförderpumpe oder Eiweißabschäumer, sollen die Strömungspumpen und das Licht eben weiterlaufen. Das ist mir persönlich eben wichtig und darum habe ich das so eingebaut. Ja, und sonst, ja, die Scharniere wolltet ihr wissen. Das einzig Blöde ist, die rosten ein kleines bisschen. Ich habe sie jetzt zwar schon mal eingeölt, aber sie rosten. Ist zwar nicht so toll, aber wo ich hoffe, dass ich mit regelmäßigen Einölen die etwas bzw. den Rost ein bisschen abschwächen kann. Ich mache mal einen Link rein, also ich verlinke euch mal diese Scharniere. Irgendjemand wollte ja wissen, was es für welche sind. Und sonst in Unschrank habe ich eben noch überhaupt nichts. Also wie gesagt, nichts Besonderes. Das Einfachste vom Einfachsten bis jetzt noch. Wo wir eben beim Thema wären. Was soll ich nehmen? Okay Leute, ich habe mich zwar für eine Versorgungsmethode jetzt in der Zwischenzeit entschieden. Warum, weshalb, welche ich nehme, das verrate ich euch gleich. Und warum ich die anderen nicht nehme, verrate ich euch genauso. Aber zuerst mal, ich brauche einen neuen Temperaturcontroller. Und der soll mir dann etwa die Heizung und die Kühlung ein bisschen regeln. Die Kühlung werde ich über einen Lüfter realisieren. Die Heizung eben ganz gewohnt über einen Heizstab und der soll man so ganz einfach automatisch schalten. Dazu will ich vielleicht auch nochmal ein Video machen. Aber okay, jetzt kommen wir erstmal zur Versorgungsmethode. Ich persönlich habe mich für Balling entschieden. Warum für Balling? Ganz einfach. Aber sagen wir erstmal, warum ich mich für die anderen Sachen nicht entschieden habe. Ein Kalkreaktor ist okay. Ich habe zwar noch eine CO2-Anlage hier rumliegen. Aber die Einstellungssache vom Kalkreaktor ist es auch nicht gerade das allerleichteste. Viele haben Probleme damit. Viele sagen, es ist besser wie Balling oder besser wie alles andere. Mein Aquaristik-Fachhändler sagt zwar, es ist das Nonplusultra für ihn. Okay. Ich muss aber genauso meine teilweise Spurenelemente reindosieren, ob ich jetzt einen Kalkreaktor habe oder Balling nehme. In beides muss ich Spurenelemente reindosieren oder kann es auch bleiben lassen. Aber ich habe bis jetzt noch keine Steinkorallen drin, also ein Verbrauch ist wie gesagt nicht da ein großer.
bei dem Becken im Moment. Natürlich kommen irgendwann Steinkorallen rein und dann brauche ich die Versorgung. So, und warum jetzt nicht Triton oder Sangokai, sondern, oder kein Kalkreaktor, sondern ausgerechnet Balling? Im Prinzip ist Triton und, es ist, und dieses Sangokai-System eine Weiterentwicklung der Balling-Methode. Und wenn ich jetzt sage, ich habe noch keine Erfahrung mit Balling, also mit dem einfachen System, nehme ich nicht gleich die Weiterentwicklung davon. Natürlich, Triton kommt für mich auch nicht in Frage, weil ich bräuchte im Technikbecken einmal ein größeres, beziehungsweise was heißt ein größeres, ich bräuchte ein Algenrefugium. Der Unterschrank ist aus Glas und ich kann es euch kurz mal zeigen mit dem Licht dahinter. Das würde dann in etwa so aussehen, wenn der Unterschrank beleuchtet wäre, und das ist halt sehr, sehr hässlich. Warum? Aus diesem Grund schon mal kein Triton wegen dem Algenrefugium. Zweitens, ich bräuchte eine neue Rückfederpumpe, die das Zehnfache an Durchflussrate hätte. Also die leistet, glaube ich, 2500 Liter. Ich weiß gleich auswendig. Aber ich bräuchte dann eine, die eben dieses 580 Liter Becken 10-mal in der Stunde durchwälzt, sprich 5800 Liter. Und ich habe keine Lust mehr, noch eine größere Strömungspumpe zu holen. Punkt 1 ist es irgendwo auch eine Geldfrage, also was heißt Geldfrage? Hauptsächlich stromkostenfrei ist es. Umso größer natürlich die Förderleistung, umso mehr Strom verbraucht die Pumpe. Dann kommen noch zusätzlich diese Salze oder beziehungsweise Flüssigkeiten von Triton hinzu, ein Algenrefugium, und ich müsste mein Technikbecken auch noch umbauen lassen oder selber umbauen. Mein zweites Problem ist, der Eiweißabschäumer müsste in die Mitte, was in diesem Technikbecken nicht realisierbar wäre, weil da nicht genug Platz ist. Sprich, ich bräuchte ein neues Technikbecken, alleine schon wegen der Triton-Methode. Also kommt das schon mal nicht in Frage. Dieses Sangokai-System, okay, darüber habe ich nicht so genau eingelesen, muss ich zugeben. Aber es ist sehr Triton-ähnlich und natürlich auch sehr kostspielig. Also es ist kein günstiges System. Balling dagegen, beziehungsweise Kalkreaktor, wenn man ihn falsch einstellt, hat man zu viel CO2 im Becken drin und es kann sein, dass sich Korallen dadurch auch auflösen durch das überschüssige CO2 da drin. Auch nicht das Wahre, finde ich. Darum ist erstmal Balling. Ich werde mir eine Dosierpumpe holen. Eine dreiteilige oder dreistufige, keine Ahnung, wie man so sagt. Und ich brauche nur drei Flüssigkeiten mit Balling fürs Erste. Einmal mein Kaliumchlorid. Ich gucke nach. Natriumchlorid 2-Hydrat. Dann Natriumhydrogencarbonat. Und Natriumchloridfreies Meersalz. Mehr brauche ich fürs Erste nicht. Plus Kanister, plus eine Umkehrosmoseanlage oder destilliertes Wasser. Setze ich mir an, berechne mir einmal, was der Verbrauch ist, stelle meine Dosierpumpe noch ein und rein damit. Beim Wasserwechsel natürlich erhöht sich da in irgendeiner Weise durch irgendwelche chemischen Prozesse, erhöht sich dann der Salzlevel oder mein Salz, ja einfach das Salzlevel im Aquarium erhöht sich dann ganz einfach. Und das muss ich beim Wasserwechsel natürlich wieder berücksichtigen. Also ohne Wasserwechsel kommt dieses System nicht aus. Ist mir aber ganz recht, weil ich habe noch 25 Kilo oder 22 Kilo Salz hier. Und sonst habe ich die auch umsonst gekauft, wenn ich gar keinen Wasserwechsel mehr machen würde. Also wie gesagt, wenn es soweit ist, seid ihr dann wieder auf den Laufenden. Und ja. Viel Spaß bis dahin, ich schätze mal, das Video wird auch bald kommen, also so lange warten wie jetzt lasse ich euch nicht mehr. Und dann natürlich hatte ich noch ein kleines Problem, was heißt ein kleines Problem, ist eigentlich gerade ziemlich normal, da das Becken vorher leer war und jetzt Fische reingekommen sind, sind mir mal wieder die Algen etwas explodiert. Ist ganz normal, darum ist auch noch kein größerer Besatz drin in Form von neuen Fischen. Normalerweise sollte man sich ja immer nach und nach den Fischbesatz reinsetzen. Ich meine, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fische drin. Die machen halt auch Dreck und belasten in irgendeiner Art und Weise das Wasser. Und wie soll ich sagen,
dadurch können mal Algen explodieren kurzzeitig. Das regelt sich aber wieder selbstständig weg. Irgendwann lösen sie sich ab und dann kann man sie einfach mit dem Schlauch absaugen. Sobald das möglich ist, hat man wieder seine Ruhe davon. Darum sind noch keine neuen Fische reingekommen, weil ich wollte das Wasser nicht zu stark belasten. Okay, was gibt's noch so zu sagen? Ja, übrigens, die Seesterne leben immer noch. Gerade ist einer heraußen. Da unten ist er unterwegs, hier. Da ist einer davon. Ein Arm ist auch nicht kürzer geworden oder sonstiges. Ich hatte ja schon fast Angst. Aber? Nee. Die leben noch, haben genug zum Fressen. Ja, die Anemonenfische gehen immer noch nicht in die Anemone. Ich weiß nicht warum. Der Kleine geht rein. Also das Männchen geht öfters mal rein. Der Kleine von beiden. Aber das Weibchen, der größere Fisch, will nicht rein. Ich weiß nicht wieso. Das ist so ein Punkt, da wo ich mir vielleicht andere Anemonenfische nochmal holen werde. Die Anemone muss noch ein ganz kleines bisschen wachsen. Sie ist jetzt ungefähr Handteller groß, so kann man es ungefähr nennen. Und ja. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen jetzt vielleicht auch mal die Leuchte an, wie sie sich dimmt, hochdimmt, runterdimmt, im kompletten Tagesverlauf. Weil ich habe auch eine kleine Wolkensimulation einprogrammiert. Also, wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.